gib mir einen Hinweis. Bitte. Es ist ganz kalt. Es wird noch kälter. Oh. Wärmer. Heiß. Heißer und heißer. Gefunden. Oh, da ist doch gar keiner. Eiskalt. Das ist zu langweilig. Da weiß ich mit meiner Zeit was Besseres anzufangen. Hier bin ich. Gefunden. Das war ein gutes Versteck, nicht, Holly? Es war nicht schlecht, würde ich mal sagen. Elfen verstecken sich immer gut. Und ich bin ein Elf. Ich bin mit Verstecken dran. Denk aber dran. Spiel fair, also nicht fliegen oder sowas. Ich flieg nicht. Ich versprech's. Eins, zwei, drei. Ich finde wahrscheinlich so schnell kein gutes Versteck. Ben hat gesagt, ich soll nicht fliegen. Er hat nicht gesagt, keine Zauberei. Was denkst du, Zauberstab? Sollen wir jetzt ein winziges bisschen zaubern? Ach was, ich bin sicher, Ben macht das nichts aus. Abracadabra, die Paar, mach mich unsichtbar. Ich komme, fertig oder nicht? Ganz, ganz, ganz eiskalt. Oh! Kälter als eine Eisblume. Soll das heißen, Sie wissen nicht, wie man der Maulwürfe Herr wird? Nein. Was nun, Nanny Plan! Lass sie doch die Sache klären. Sie kann ja zum Glück alle Tiersprachen sprechen. Natürlich. Nanny! Ja, Eure Majestät. Ah, Nanny Plum. Sie beherrschen doch die Tiersprachen. Ja, Eure Majestät. Dann fordern Sie diesen Maulwurf auf, meinen Golfplatz zu verlassen. Vollkommen unmöglich. Was? Maulwürfisch kann ich nicht. Tut mir leid. Es ist eine der absolut schwersten Tiersprachen. Genau wie Erdferkelisch. Können Sie dann den Maulwurf durch Zauberei vertreiben? Ich kenne eine Zaubermethode, die gegen Maulwürfe hilft. Jedoch unglücklicherweise braucht man einen Gnom. Was ist das? Ein Gnom, Eure Majestät, ist eine Art Elf. Mit dickem Bauch. Was? Gnome haben rein gar nichts mit Elfen gemeinsam. Sie essen zu viel, reden zu viel und nie wollen sie arbeiten. Vorurteile hin oder her. Ich will, dass der Maulwurf verschwindet. Los! Zu Befehl. Ich beschaff uns den Gnom. Wo bin ich? Hallo, Mr. Gnom. Ich rief Sie her zur Vertreibung von Maulwürfen. Das mache ich mit großem Vergnügen. Esse ich, dann freu ich mich. Nachtisch gibt's noch zu. Ich sing mein Lied, was auch geschieht. Fröhlich, dolli, dolli, do. War ja ganz einfach, nicht wahr? Danke, Gnom. Was bin ich Ihnen schuldig? Oh, ich bin noch nicht fertig, Eure Majestät. Wenn ich den Rücken kehre, kommt der Maulwurf zurück. Was? Dann müssen Sie bleiben. Solange es dauert. Gut, gut. Die Vertreibung der Maulwürfe kostet jedoch sehr viel Energie. Und mein Bauch fühlt sich ziemlich leer an. Sind Sie sicher, dass das so richtig ist? Natürlich bin ich sicher. Kommen Sie, lassen Sie mich mal ran. Gern. Ihr werdet sehen, es braucht Zeit, einen Fisch. Ein Fisch? Es hat einer angebissen. Holly, greif dir das Netz. Mach dich bereit, ihn hier zu schnappen. Gut gemacht, Daddy. Wow, der ist aber groß. Ein richtiges Prachtexemplar. Und ich hab ihn gefangen. Ach, das ist höchstens ein Fischlein. Das muss der größte Fisch im ganzen See sein. Der ist viel zu klein. Das war der größte Fisch, den ich je gesehen hab. Ich hab einen gesehen, der war viel, viel größer. Wirklich? Wirklich. Zum allerersten Mal getroffen habe ich ihn vor vielen Jahren. Den großen, bösen Barry.
Der große, böse Barry? Wer ist das? Oh, das ist der größte, riesigste, mächtigste, gigantischste Fisch, den die Welt jemals gesehen hat. Nein. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Ich fuhr so dahin in meinem Lieblingsboot, der Hilda, als ich zum ersten Mal den großen, bösen Barry sah. Ich wusste sofort, den musst du fangen. Ich musste der Fischer sein, der ihn nach Hause bringt. Für das gewaltigste Fischessen in unserer Geschichte. Ich probierte verschiedene Köder aus, bevor ich herausgefunden hatte, was Barry mochte. Käse. Käse? Käse. Ich hängte ein Stück an die Angel und Barry hing sofort am Haken. Das Problem war nur, dass er stärker war als mein altes Boot, Hilda. Bad Barry schleifte meine arme Hilda kreuz und quer über den ganzen See. Und als er damit fertig war, da fraß er sie. Er hat die Hilda gefressen? Das hört sich ja schrecklich an. Das war es. Dann haben sie sich die Bunty als Ersatz für die Hilda gebaut? Nein. Zuerst war da die Doris, dann die Peggy, es gab die Abigail, die Fifi und die Trixie Bell. Darf ich vorstellen? Die Elfenrakete. Imposant. Und sie fliegt? Und sie fliegt? Natürlich fliegt sie. Das ist eine Elfenrakete. Die Rakete landet genau hier. Das ist das Meer der Stille. Oh, an einer Küste. Da können wir auch Sandburgen bauen. Wie schön, dann picknicken wir am Strand. Man kann da auch paddeln, würde ich denken. Es existiert doch kein Wasser da auf dem Mond. Und woraus besteht dieses Meer denn dann? Aus Felsen. Ein Felsenmeer? Was hat man denn davon? Jetzt alle genau zuhören. Es ist eine äußerst ernsthafte Mission. Es gibt kein Schwimmen und auch keine Picknicks. Hier, das ist die Hauptkabine. Die Kabine ist ein wenig klein geraten. Da bleibe ich lieber gleich unten in der Küche. Der Küche? So etwas gibt es hier nicht. Keine Küche? Wofür braucht man denn dann den ganzen Platz? So viel Platz brauchen wir für den Treibstoff, Nanny Plum. Ich habe genau ausgerechnet, wie viel Treibstoff erforderlich ist für eine Reise zum Mond. Wo finde ich denn die Toilette? Die existiert nicht. Das heißt, Sie müssen gehen, bevor Sie starten. Keine Toilette? Aber nach einem Picknick am Strand muss man sicher mal... Nanny Plum! Es gibt kein Picknick am Strand, verstanden? Das ist eine sehr ernsthafte Mission. Wir reisen doch schließlich zum Mond. Achtung, alle Astronauten, Raumanzug anlegen und fertig machen zum Start! Wofür ist das gut? Im Weltraum gibt es keine Luft, deshalb braucht man diesen Schutzanzug. Aber wir können doch zaubern, um zu atmen. Nein, Zauberei ist nicht gestattet an Bord der Elfenrakete. Alle müssen ihre Zauberstäbe hier zurücklassen. Na schön. Ich erwarte von allen, dass sie sich heute vorbildlich benehmen. Ja, Königin Aurike. König und Königin Marigoldsheim wird voll von Kostbarkeiten sein, da bin ich sicher. Grauenvoll, aber kostbar, ja, ja. Ihr dürft dort also nichts anfassen. König und Königin Marigold zu besuchen klingt nach sehr harter Arbeit. Ja, es wird bestimmt höchst anstrengend. Wären wir das Schloss von König und Königin Marigold. Was für ein grauenhaftes Gebäude. Dermaßen geschmacklos. Das ist ja wunderschön. Ein tolles Schloss. Hallo und willkommen. Holly, du erinnerst dich doch noch an König und Königin Marigold? Hallo, Prinzessin Holly. Hallo. Und das ist mein bester Freund, Ben. Den habt ihr auch schon mal getroffen. Natürlich. Der charmante kleine Kobold. Ich bin doch kein Kobold. Ich bin ein Elf. Oh, ein Elf? Wie exotisch. Ihr hattet hoffentlich eine angenehme Reise. Es muss ja für euch so reizvoll sein, euer winziges Königreich einen Tag lang hinter euch zu lassen. Sagt uns offen und ehrlich, was ihr von unserem Designerschloss haltet. Ehrlich gesagt, es sieht aus wie ein Komplett. Es ist wirklich klasse. Ich wünschte, wir würden auch so ein wunderschönes Schloss haben, Mami. Bevor wir es total auf Plastik umgebaut haben, bestand es aus Stein. Stellt euch vor, wie primitiv. Unser Schloss ist auch aus Stein gebaut.
Also ihr wohnt traditionsbewusst in einem altmodischen Schloss. Das muss ziemlich, wie soll ich sagen, unkomfortabel sein. Nein, eigentlich nicht. Oh, ihr habt euren Marienkäfer mitgebracht. Runter, Gaston, runter! Das bedeutet, er mag euch. Da bin ich ja begeistert. Setz die Segel! Polly, meine treue Gefährtin, du musst hier auf mich warten. An Land. Mr. Elf, Sie steuern das Unterseeboot. Ei, ei! Ben und Holly, macht die Maschine startklar. Ei, ei, Captain! Was soll ich denn tun? Was? Einfach nur auf diese Bank setzen und schön sein, meine kleine Meerjungfrau. Ja. Ich kenne diesen See, bin oft darauf gefahren. Sind Sie ein Seemann? Ich war ein Seemann. Heute bin ich es nicht mehr. Wieso nicht? Der große, böse Barry. Wer ist der große, böse Barry? Oh, er ist der mächtigste, gigantischste, absolut enormste Fisch, den die Welt jemals gesehen hat. Er verschlang sogar 9 von Deads Booten. Sie haben 9 Boote verloren? Und ich dachte immer, ich sei ein schlechter Seemann. Ich bin kein schlechter Seemann. Mein Pech ist nur, dass der große, böse Barry so groß ist. Und böse. Leiten Sie bitte den Tauchvorgang ein, Mr. Elf. Wir sinken, sinken, sinken. Oh, das sieht ja alles so hübsch aus. Oh! Was? Was hast du gesehen? Da liegt Rotbarts Schiff. Beim Neptun, du hast ganz recht, Junge. Gut beobachtet, Ben. Wow, für einen Moment dachte ich glatt, ich sehe den großen, bösen Barry. Jetzt bekomme ich meine Schätze zurück. Holen wir sie schnell und tauchen wir auf. Hier unten gefällt es mir ganz und gar nicht. Mir gefällt es. All die Fische und Pflanzen. Und die mächtige Unterwasserwolke. Da irrst du dich. Es gibt unter Wasser keine Wolken, mein Herzchen. Oh, Potzblitz! Das ist ja ein Fisch! Wie groß der ist! Und er sieht böse aus! Hier ist eine schöne. Wie kann denn eine Pusteblume die Zeit anzeigen? Wir zählen, wie oft man pusten muss, bis alles weggepustet ist. Sieh her! 1, 2, 3. Es waren 3 Puster. Das bedeutet 3 Uhr. Das versuche ich auch. 1. Das bedeutet 1 Uhr. Oh, und ist es jetzt wirklich 1 Uhr? Oh nein, nein. Es ist nur ein Spiel. Aber Ben lernt heute richtig, wie man die Zeit ablesen kann. Darf ich auch in den Unterricht gehen? Na schön. Ich bin aber sicher, es macht nicht viel Spaß. Wenn der große Zeiger und der kleine Zeiger oben aufeinander stehen, ist es 12 Uhr mittags. Hallo, weiser alter Elf. Ah, guten Tag, Nanny Plum. Dürfen wir uns dazusetzen? Ja, solange Sie ganz still sind. Was denn sonst? Weiter. Wer von euch kann mir sagen, woher wir wissen, dass eine Uhr wirklich läuft? Daher, dass wir hören können, wie sie tickt. Oh, ja, Holly. Das war sehr gut. Sehen Sie, wir Feen kennen uns damit aus. Ja, nur Feen haben, wie ich weiß, keinerlei Uhren. Wir wissen auf unsere Weise, wie spät es ist. Scheint mir auch so. So, wodurch wissen wir, wann wir morgens aufwachen müssen? Unser Wecker klingelt. Korrekt. Ich wache auf, wenn unser Hahn stolz kräht. So, kikeriki, schreit er los. Verstehe. Und wie wäre das? Die Sendung sei zu laut. Dieses Programm findet er genau richtig. Sieh mal, Daddy, Gastons Niesen hat schon aufgehört. So, äußerst erfreulich. Er wird uns dann wohl verlassen können. Ach, Daddy, Gaston kann nicht nach Hause zurück, bevor seine Höhle repariert ist. Sonst erkältet er sich nochmal und dann wird er traurig.
Tja, wir wollen natürlich nicht, dass er traurig wird. Gaston sagt, ihr wärt der netteste König auf der ganzen Welt. Genug, Gaston. Am besten sehe ich mal nach, wie weit die Elfen mit ihrer Arbeit sind. Hallo, weiser alter Elf. Wie viel Zeit wird es noch in Anspruch nehmen? Wie wir Bauleute sagen, keine saubere Arbeit entsteht durch Eile. Tja, ich finde, ein bisschen mehr Eile kann nicht schaden. Ich fürchte, dafür sind zu viele Probleme in den Griff zu kriegen, Eure Majestät. Es wird vermutlich eine verrückte Idee sein. Aber haben Sie schon mal versucht, den Stein über das Loch zu rollen? Ihr habt recht. Es ist eine verrückte Idee. Es wäre doch vielleicht ein Versuch wert. Bei allem Respekt, Eure Majestät. Jeder von uns übt seinen Beruf aus. Ihr seid der König und ich der Baumeister. Natürlich. Zauberkorb bringen bitte. Leckere, Spaghetti in unsere Mitte. Oh, er ist noch immer leer. Naja, das kommt. Weil er natürlich kein Zauberkorb ist. Sondern einfach bloß ein leerer Korb. Dann kann er uns nicht mal eine Tüte Chips zaubern? Nein. Oh. Holly, ihr wisst wohl noch, dass ich euch gesagt habe, dass heute nicht gezaubert werden soll. Ja, Mr. Elf? Tja, das ist aber ein Notfall. Und wenn ihr ausnahmsweise ein bisschen... Wirklich? Ich darf? Sie wollen, dass ich zaubere, ja? Ja, bitte. Also ich kann den Zauber für magisches Gelee. Nein, kein magisches Gelee. Klar, ist zu gefährlich. Ich kann den Eiscreme-Zauber. Der ist ganz leicht. Und es ist auch sicher, dass bei dem Zauber nichts schief läuft? Nein, Ben. Zauber gehen meist ein kleines bisschen schief. Das macht ja gerade Spaß. Aber ohne Zauberei haben wir auf alle Fälle gar nichts zu essen. Richtig. Bitte, Holly, fangt an zu zaubern. Abracadadem, ich nehme Eiscreme. Hurra! Hurra! Tut mir leid, es ist nur Vanille. Dummerweise beherrsche ich nur diese eine Geschmacksrichtung. Das macht nichts. Vanille ist mein Lieblingseis. Sehr lecker. Manchmal kann Zauberei ja doch sehr nützlich sein. Danke, Prinzessin Holly. Oh, gern geschehen. Was wollen wir machen? Sandburgen bauen natürlich. Ich liebe es, Sandburgen zu bauen. Wie war der Sandburgenzauber denn nur? Holly, du brauchst doch keinen Zauber, um Sandburgen zu bauen. Du füllst den Eimer mit Sand, drehst ihn um, dann klopfst du drauf und tata, die Sandburg steht da. Toll! So eine Menge Laub, da muss ich ja drei magische Besen benutzen. Nanny, kannst du uns sagen, wieso die Blätter von den Bäumen fallen? Gott weiß warum. Die Herbstblätter sehen ja so hübsch aus. Oh, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dir gefallen, Violet, aber sie bedeuten natürlich auch mehr Arbeit für mich. Das hier sieht genauso aus wie das, was Ben an seinem Hut trägt. Es ist ein Eichenblatt. Dann wird es wohl vom Elfenbaum stammen. Ich weiß nicht, wieso Elfen in einem Baum leben müssen. Und überhaupt, wozu sind Bäume schon gut? Oder Herbst? Grummeln Sie schon wieder, Nanny. Sie sollten sich lieber freuen. Der Herbst ist da. Ja, Eure Majestät. Wo willst du mit den Blättern hin, Nanny? Ich bringe sie dahin zurück, wo sie herkommen. Warte auf uns, Nanny. Wer sammelt Laub am besten ein? Elfen sammeln Laub am besten ein. Hallo, weiser alter Elf. Ich bringe euch nur eure Blätter wieder zurück. Oh, danke schön, Lady Plum. Hallo, Mädels. Hallo, Jungs. Was für wundervolle Farben die Blätter haben. Da, die Blätter, die an euren Hüten stecken, haben auch die Farbe verändert. Oh, so eine Überraschung. Sehr interessant. Lasst uns fangen spielen. Oh ja. Gefangen. Du bist... Wartet, ich war ja noch gar nicht so weit. Bist... Du kriegst mich nicht. Oh, dort ist ein schöner Vogel. Wo? Bist... Du hast mich ausgetrickst. Bist... Holly ist dran. Mich kriegst du nicht. Ich bin viel zu schnell. Oh, sieh nur, ein Eichhörnchen.
Eichhörnchen. Denkst du, ich lass mich so leicht von dir austricksen? Nein, Ben. Hinter dir ist wirklich ein Eichhörnchen. Dreh dich um. Ein Eichhörnchen! Er scheint so traurig zu sein wie noch nie. Ja. Jetzt gibt es niemals mehr eine Party. Wie wäre es denn, wenn wir einfach den weisen alten Elf um Rat fragen würden? Ja, er ist wirklich weise. Und er ist alt. Er kennt einen Ausweg. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Hallo, weiser alter Elf. Haben Sie es schon gehört? Der König lehnt dieses Jahr seine Geburtstagsparty ab. Ja. Dabei haben wir schon so viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt. Und die Elfenband hat extra ein besonderes Ständchen komponiert. Hört her! Umpa, Umpa, König Aurike ist als König schon alt. Dazu kommt heut ein neues Jahr. König Aurike hat auch schon graues Haar. Glückwunsch von uns allen, na klar! Das war ganz reizend. Allerdings will er den Geburtstag nicht feiern, weil er denkt, er sei inzwischen zu alt. König Aurike ist doch noch nicht alt. Ich habe T-Shirts, die älter sind als er. Wirklich? Ich bin sicher, nach ein bisschen Aufmunterung wird sich das geben. Das haben wir versucht. Es hat nicht funktioniert. Und ich befürchte, wir werden letzten Endes keine Party feiern. Es gibt keine Musik. Auch keinen Tanz. Und ein Feuerwerk auch nicht. Der König hat doch Überraschungen sehr gern, nicht wahr? Ja. Dann schlage ich vor, wir veranstalten für ihn eine Überraschungsparty. Er hat doch aber gesagt, er will keine Geburtstagsparty. Ja, ja. Deswegen soll es ja gar keine Geburtstagsparty werden. Es gibt Musik, es wird getanzt und es gibt ein Feuerwerk. Doch niemand erwähnt dabei das Wort Geburtstag. Toll! Ein fantastischer Einfall! Das ist brillant! Komm mit, Ben! Wir müssen uns für die Party fertig machen. Ich rufe alle Elfen! Unsere Aufgabe ist die Vorbereitung einer Überraschungsparty! In Ordnung! Na, wie auch immer. Der springende Punkt ist, dass ich Zauberstäbe nicht durch Zauberei reparieren kann. Und wer kann sie reparieren? Die Elfen machen das. Die Elfen? Zauberstäbe? Stimmt das denn wirklich? Oh ja, natürlich. Eigentlich weiß das doch jedes Kind. Elfen sind richtig gut im Herstellen von Zauberstäben. Und wir sind Elfen! Los, auf zur Elfenfabrik! Nanny, Zauberstäbe haben mit Zauberei zu tun und Elfen zaubern doch nicht. Sie benutzen die Zauberstäbe ja auch nicht. Sie stellen sie einfach nur her. Guten Morgen. Was kann ich für euch tun? Ich habe meinen Zauberstab zerbrochen. Damit hat sie gegen einen Stein geschlagen. Einen Moment bitte. Weiser alter Elf? Weiser alter Elf, bitte umgehend an der Rezeption melden. Ah, Prinzessin Holly. Was kann ich denn Schönes für euch tun? Hollys Zauberstab ist zerbrochen. Damit hat sie gegen einen Stein geschlagen. Verstehe. Keine Sorge. Das wird schnell repariert. Folgt mir. Alle müssen Schutzhelme tragen. Oh! Wir benutzen jetzt den Zug. Oh! Alles an Bord! Alle gut festhalten, das ist wichtig. Wir fahren tief hinunter. Wie tief denn? Level 500. Die Zauberstabfertigung. Level 500? Das ist der tiefste Level, den wir hier haben. Warum ist denn die Zauberstabfertigung so tief unter der Erde? Weil es dabei um Zauberei geht. Und Elfen mögen keine Zauberei. Deswegen haben wir die Zauberstabfertigung auch so tief nach unten verlegt, wie nur möglich. Und was sollen wir jetzt die ganze Zeit tun? Mami ist die Einzige, die mit den Zwillingen umgehen kann. Keine Sorge, Nanny weiß, was zu tun ist. Ich denke, dass es in der Küche ein paar unaufschiebbare Dinge zu erledigen gibt. Was denn, Nanny? Du willst uns nicht helfen, auf die Zwillinge aufzupassen? Ich bin sicher, dass du, Ben und König Aurikel das schaffen. Klar. Wichtig ist nur, dass sie ständig beschäftigt werden. Mein Vorschlag, spielen wir doch einfach ein Spiel mit ihnen. Ja, irgendetwas, wobei nichts passieren kann. Wie wäre es dann mit den Bauklötzen? Da kann bestimmt nichts schiefgehen. Okay.
Passt auf, wie Daddy einen ganz großen Turm baut. Einen Turm bau mir los und mach ihn ganz groß. Groß! Los! Mami hat gesagt, wir dürfen die Zwillinge nicht zaubern lassen. Keine Sorge, Holly. Es ist leicht, Bauklötze wieder klein zu machen. Seid fein, ganz klein. Da, siehst du, Holly? Seid fein, ganz klein. Daisy, Poppy, die Zauberstäbe kriegt jetzt Daddy. Seid fein, ganz klein. Hilfe! Wow, sie haben König Aurike klein gezaubert. Daisy, Poppy, das war weder klug noch lustig. Seid fein, ganz klein, seid fein, ganz klein. Keine Sorge, ich zauber uns wieder zurück auf Normalgröße. Ich schwinge den Zauberstab. Er ist nun viel zu schwer. Ich kann ihn nicht aufheben. Am besten rufen wir schnell Nanny Plum. Gute Idee, Ben. Ich läute mal. Dam, da, dam, du, da, di, da. Da, 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 dam, do, da, da, da. Das reicht nicht. Wir müssen stärker ziehen. Die Party wird sicher noch ein schreckliches Desaster werden. Keine Sorge, ich habe sie durchgeplant. Es gibt magische Spiele, gefolgt von meiner magischen Show und es endet mit magischem Gelee. Magie, ja, Magie, ja! Ich lag falsch. Die Party wird durchaus nicht zu einem Desaster. Sie weitet sich aus zu einer Katastrophe. Dankeschön, Eure Majestät. Ich weiß was, König Aurike. Die Lösung wäre eine Elfenparty. Eine was? Eine Elfenparty. Da ist Zauberei absolut nicht gestattet. Und was wird aus meiner magischen Show? Zaubershows mögen die lieben Kleinen so. Wir haben den großen Visardo, einen Elfenzauberkünstler. Er zaubert natürlich nicht wirklich. Das sind alles nur Tricks. Mir gefällt das, Ben. Klingt doch völlig sicher. Ja, und langweilig. Ganz genau. Nanny Plum, rufen Sie den großen Visardo und sagen Sie ihm, dass hier lauter Kinder sind, die wir langweilen wollen. Ich meine, unterhalten. Oh, wie ihr wünscht, Eure Majestät. Willkommen auf der Party. Tarquin mag Party. Wiedersehen, Tarquin. Sei brav. Ja, Mama. Oh, hallo, Nessie. Oh, das brennt ja. Nanny Plum, mein fruchtiges Pastetchen. Oh. Genieß die Party, Nessie. Ich komm später wieder, um dich abzuholen. Setzt euch doch, Kinder, bitte. Der große Visardo. Das ist nur der weise alte Elf. Ich bin durchaus nicht nur der weise alte Elf. Ich bin genauso ein zugelassener Kinderunterhalter. Oh, na los dann. Die kleinen Racker sind ein bisschen schwierig, besonders wenn sie anfangen zu zaubern. Es soll ja auch keine Zauberei geben auf dieser Elfenparty. Ich befördere die Zauberstäbe der Kleinen in die Bibliothek, wo sie garantiert keinen Schaden anrichten können. Wirklich clever. Dann kann jetzt die Party anfangen. Ich lese den Zeitplan vor. Erstens Zelt aufstellen, zweitens Kleidung aufhängen, drittens Lagerfeuer machen, viertens... Dad, es sind doch Ferien. Versuch es locker anzugehen, Mr. Elf. Ich gebe mir Mühe, Mrs. Elf. Wir sind da. Yippidi-duda! Werden wir hier auch ein bisschen tanzen? Ja, und singen wir auch? Es wird weder gesungen noch getanzt. Reines Camping. Hier ist das Zelt. Ich kann es mit Zauberei ganz schnell für uns aufstellen, Mr. Elf. Holly, ich würde es begrüßen, wenn ihr hier nicht zaubern würdet. Ihr müsst immer daran denken, dass hier Elfen zelten. Elfen betreiben Camping schon seit Hunderten von Jahren. Und wir stellen Zelte mit geschlossenen Augen auf. Wow! Ein Elfenzelt! Hurra! Sehr schön. Jetzt fangen unsere Ferien an. Ja, und das bedeutet, dass wir die Ferienarbeiten ausführen müssen. Ferienarbeiten? Der Liste nach folgt, Kleidung aufhängen. Wir sind doch aber gerade erst hier angekommen. Wieso sollen wir denn da schon unsere Kleidung aufhängen? Ein Zeltplatz kann niemals aufgeräumt und sauber genug sein. Ich zerteile jetzt die Orange. Mrs. Elf, wieso halten denn Orangen die Gnome fern? Es ist der Geruch. Gnome hassen nämlich den Geruch von Orangen. Oh! So,
Nun sind wir sicher. Als nächstes steht auf der Liste Holz sammeln für das Lagerfeuer. Hier liegen viele Stöcke. Hier liegen noch mehr. Sehr schön. Das sind genug Stöcke. Hallöchen. Mein Gnom. Was dagegen, wenn ich mich dazu geselle? Na ja. Dankeschön. Ich bleib auch höchstens für eine Woche oder zwei. Oh nein. Wir haben eine Orange. Ja, vermutlich hätte ich sie auch gar nicht gefunden ohne den Duft dieser Orange. Hassen Gnome nicht eigentlich Orangen? Normalerweise ja, doch gerade mache ich eine Ausgewogenheitsdiät. Toll machst du das, Gaston. Gaston ist gut im Erschnuppern von Dingen. Oh. Ich fürchte, der Marienkäfer kann der Spur nicht durch das Wasser folgen. Dann werden wir die Vogelmama doch nicht finden. Was können wir denn tun, Nanny? Wäre die Vogelmama hier, dann würde sie ein Nest bauen und auf dem Ei sitzen, um es warm zu halten. Bitte darf ich darauf sitzen? Dein Podex ist zu klein dafür. Wir brauchen einen mächtigeren Podex. Hallo, seid mir gegrüßt. Hallo, König Aurikel. Daddy, kannst du uns bitte helfen? Helfen? Wobei? Eure Majestät, würdet ihr euch auf das Ei setzen, bis wir ein neues Nest gebaut haben? Das wäre nett von euch. Warum nicht? Das sieht ganz schön albern aus, nicht? Ich sehe doch wohl nicht albern aus. Nein, gar nicht. Ehrlich gesagt, es ist ganz schön unbequem. Ihr braucht hoffentlich nicht lange. Wir beeilen uns so sehr wir können. Wir müssen einfach nur ein Nest bauen. Ich finde, Elfen können Stöckchen besorgen. Feen sammeln weiches Polstermaterial. Geht klar. Wir sammeln schöne Zweige. Wir brauchen viel Distelwolle. Oh, Distelwolle ist sehr schön weich. Und nun den Zauberspruch. Distelwolle und Zweige bunt baut mir ein Nest gemütlich und rund. No. Entzückend. Kann ich jetzt runter? Natürlich, Eure Majestät. Seht nur, da ist ein Sprung. Auweia, du hast es zerbrochen, wie es aussieht. Nein, das Ei erledigt das ganz von allein. Da schlüpft was. Oh.